So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir die Feuergänger-Quest weitergemacht und ich glaube, die sind wir noch nicht ganz fertig. Genau, da hätten wir noch was. Oh, Paletenkopsis, Holos im Haar des Nexus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Also wir fahren dahin, fliegen dahin, Haar des Nexus. Schauen wir mal. Erstmal müssen wir hier raus. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, ich weiß. Noch ein Stück. Jetzt. Ja. Gehen wir erstmal dahin. Laden wir hier mal alles auf. Dann machen wir die Sonden auch gleich voll. Und dann würde ich sagen, Hades Nexus. Hier hin. Und ab dafür. Proteanische Ruine. Na, kommst du her, Herzart. Ich habe eine Anomalie geortet. Und rein damit. Starte Sonde. Ich habe etwas gefunden. Ja. In den Kommentaren habt ihr mir geschrieben und Abstimmung auch, dass es euch lieber wäre, wenn ich das per Timelapse mache. Gut, dann werden wir das einfach mal in einer der nächsten Folgen ausprobieren. Also die Erkundung. Der einzelnen Planeten auf der Timelapse oder über die Timelapse. Dann müssen wir mal schauen, wie euch das gefällt, wie das ankommt. Würde mich mal echt interessieren. Kinetische Barriere entdeckt. Stärke der kinetischen Barriere übersteigt Potenzial konventioneller Waffen. Empfehle Abschalten der Energiequellen. Was sind denn die Energiequellen davon? Schauen wir mal. Das Ding vielleicht? Stärke der kinetischen Barriere verringert. Okay, das war schon mal richtig. Okay, da komme ich so nicht hoch. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Aber wenn ich gerade da bin, dann nehme ich das noch schnell mit. Ups. Das war knapp. Fast wäre ich dagegen gescheuert. Ihr meint wohl, ihr könnt euch hier alles erlauben, ja? Wieso drücke ich ja hier mit dem falschen Knopf? Da ist was zum Einsammeln. Mitnehmen schnell. Bleibst du da drinnen? Du... Kriegen wir hin. Au, au, au. So, hier und einsammeln. Ich mache euch weg wie nix, hey. Aber dass du genau von deinem Laser raushüpfen musst. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Ja, irgendwo habe ich jetzt einen Generator übersehen, kann es sein? Da hinten. Okay, sieht gut aus. Dann hier lang.
Ihr wollt echt nicht, dass ich da hingehe, oder? So, das hier noch einsammeln. Ja, bleibst du da drinnen. Gut, dann. Nur so zur Sicherheit. Ein unkaputtbarer Käfer. Ein Datenpad. Lesen wir das mal. Was ist das? Das Fundstätte spektakulär. Wie sich jetzt zeigt, ist unser wahrer Feind die Zeit. Trotz zum Schutz der Ausgrabungsstätte angehörten Blue Sands konnten wir den Schild gerade noch aktivieren, bevor die Gate aufgetaucht sind. Woher wissen Sie über unsere Aktionen? Fast so früh Bescheid als wir selbst. Schicke ich jetzt meine Gedanken direkt zu Ihnen. Ich muss herausfinden, wie Sie das bewerkstelligen. Ich werde Dr. Olloy fragen, ob er mir dabei behilflich sein kann. Hier ist nichts. Ich glaube, ich muss die Maus-Sensitivität ein bisschen anpassen. Wir sind ein bisschen zu schnell gerade. Na, so ist besser. Falls ihr wissen wollt, was ich für eine Maus benutze, das ist die Shakun Schlag mich tot. Genau. Dr. Olloy muss von den Reapern indoktriniert worden sein. Ich habe ihn ertappt, als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe Olloy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Also er denn umgelegt, ja? Was soll ich sagen? Ah, genau, ich habe mal mein komplettes Equipment zusammengestellt auf Kit. Das findet ihr auch verlinkt. Muss dazu sagen, es führt alle Artikel, die da aufgeführt sind, führen zu Amazon und sind Affiliate-Links. Heißt, das ist wertvoll. Für den Fall, dass ihr euch da irgendwas kauft. Es ist zu spät für mich. Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Ich kann sie nicht vertreiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selbst. Dann bekomme ich davon ein paar Cent. Für euch kostet es allerdings deswegen nicht mehr. So, dann. Wie war das nochmal? Es wäre mal schön, wenn das passende Fragment auftauchen würde, so. Na, verdammt, ich wollte hier hin. Verdammt. Also nochmal. Na gut. War es das nicht? Sah so aus. Na, dann wollte ich doch gar nicht hin. Damals. Diese Kugel, wer kennt den Film Sphere? Dr. Casey würde die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Er ist besessen von diesen Proteanern. Er würde für ihre Geheimnisse alles opfern. Er hat mich beinahe mein Leben gekostet. Aber ich habe es für dich getan, Helen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die verdammten Kollektoren waren einverstanden, im Austausch gegen diesen proteanischen Fund deine Kolonie zu verschonen. Ich kann nur hoffen, dass du von all diesen schrecklichen Vorkommen verschont geblieben bist. Es war alles für dich, Dr. Robert Olloy. Das ist dann wahrscheinlich der Rest von ihm, hm?
Nicht anfassen. Und ich sag's noch. Die Kugel ist verdammt klein geworden. Wir müssen eine wissenschaftlichen Leiter herstellen, einstellen. Na, ich bin gespannt, weil ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Questreihe. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich würde mal sagen, dass wir auf die Citadel gehen. Da haben wir auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Das einzige war jetzt das hier noch, gell? Das gehörte auch noch, glaube ich, dazu. Und das war irgendwo hier, glaube ich, in der Nähe. Erstmal hier runter zum Massenportal. Na, zu weit. Genau. Machen wir erstmal das. Wenn wir da schon so eine schöne Questreihe am Start haben. Dann nehmen wir die doch einfach mal komplett mit. Ich habe eine Anomalie geortet. Da. Und rein damit der Sonde. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Gut, dann landen wir da mal. Und schauen uns an, was auf deinen Sensoren ist. Edi. Du siehst doch unsere VI, oder? Edi, glaube ich. Ja, dann nehmen diesmal. Ja. Aber wenn ich da an den ersten Teil denke, da hatten wir ein paar weniger Leute zur Auswahl, die. Gut. Wir haben ja noch keine Leute. Aber ich hoffe, dass wir. Längeres Verweilen in Extremtemperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Missionsziele geortet. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Ja, das habe ich schon gesehen. Und da ist der nächste Punkt, den wir wohl ansteuern. Hindernis geortet. Aber ich finde die Musik gut. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja, Freund, ist ja recht jetzt. Schon hinkriegen, glaube ich. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Hindernis geortet.
Das scheint mir mehr wie so eine Art kleines Quicktime-Event zu sein, ne? Man muss das und das in der Zeit schaffen, sonst friert einem die Engine ein hier. Aber ich kann ja nicht schneller fliegen, als das Ding mich lässt. Also von daher. Hindernis geortet. Also müssen sie ja selbst so gemacht haben, dass man es trotzdem schafft. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Okay, das war jetzt gerade unklug von mir. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ist ja eh nur noch ein Knoten. Da dürfte ja nicht mehr so weit weg sein dann, oder? Ich vermute mal hier lang. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Das war jetzt unklug. Wieder mal. Hindernis geortet. Wir haben es geschafft. Ja, jetzt. Das war jetzt aber nichts Aufregendes. Dachte schon, dass jetzt ein bisschen mehr kommt, wie das, was da jetzt eben gerade da war. Schauen wir mal, muss da noch weitergehen oder war es das jetzt schon hier? Okay. Das hier ist ja dann auf Omega-Kupplungen finden. Das ist irgendwo anders. Das ist Citadel. Das hier die Gefangene. Archangel, Professor, der Rat. Der Veteran, die Kollektoren. Ja, dann würde ich sagen. Machen wir mal uns auf den Weg zur Citadel, hm? Ein bisschen was einkaufen hier. So, Serpentnebel, Citadel und ab dafür. Andocken. Bin dann gespannt, wie die Citadel aussieht. Sie da auch was geändert haben?
Ich habe doch nur die beiden zur Auswahl, also kann ich doch nur die mitnehmen. Das sieht anders aus. Karte anzeigen. Das sieht ganz anders aus. Keeper sind auch wieder da. Sekunden beschleunigt das Hauptgeschütz eines Schlachtschiffs der Everest-Klasse auf 1 bis 1,3% der Lichtgeschwindigkeit. Es trifft mit der Gewalt einer 38-Kilotonnen-Bombe auf. Das ist dreimal so viel, wie auf Hiroshima abgeworfen wurde, damals auf der Erde. Das bedeutet, Sir Isaac Newton ist der tödlichste Bastard im ganzen Weltraum. Also, Soldat Burnside, wie lautet Newtons erstes Gesetz? Sir, ein Objekt in Bewegung bleibt auch in Bewegung, Sir. Für Teilantworten gibt's kein Lob, Sie Made. Sir, außer eine andere Kraft wirkt darauf ein, Sir. Geht doch! Ich nehme mal an, selbst ungebildete Esel wie Sie wissen, dass der Weltraum ziemlich leer ist. Sobald Sie diesen Metallhaufen abschießen, fliegt er so lange weiter, bis er irgendwas trifft. Das kann ein Schiff sein oder der Planet hinter dem Schiff. Oder er fliegt weiter in die Tiefen des Weltraums oder schlägt in 10.000 Jahren jemand anders. Wenn Sie hier abdrücken, versauen Sie garantiert jemanden den Tag. Irgendwo und irgendwann. Deshalb überprüfen Sie wieder und wieder Ihre Ziele. Man kann ihm nicht was zu tun. Es tut mir leid, Sir, aber Sie müssen sämtliche Bioverstärker. Muss ich nicht. Helfen, Sir? Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Man sollte meinen, ein Geth würde auffallen. Annahmen sind gefährlich. Wachsam sein, sicher sein. Danke für Ihre Zeit. Der Nächste. Ich war schon mal hier, ich kann mich nicht erinnern. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden seit Ihrem letzten Aufenthalt offensichtlich verschärft. Ausschalten! Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Das überrascht mich nicht. Ich war fast tot. Aber versuchen Sie mal, das auf Regierungsformularen zum Ankreuzen zu finden. Hey, wir müssen das für Sie in Ordnung bringen. Warum reden Sie nicht mit meinem Captain? Der steht direkt hinter den Scannern, auf der rechten Seite. Okay, machen wir. Also war ich doch noch nicht hier. Hätte mich doch gewundert. Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie nur fragen. Ich weiß, Sir. Wenn Ihnen das auf den Magen schlägt oder Sie Angst davor haben, gemeldet zu werden, kann ich mich darum kümmern. Nein, Sir. Ich werde schon damit fertig. Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Befürchten Sie nicht, dass ich ein Schwindler bin und meine Identität nur vortäusche? Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Aber wie ich sehe, sind Sie ein vielbeschäftigter Mann. Gut erkannt. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Mit Formalitäten haben Sie es nicht so, was? Doch, absolut. Solange Sie niemanden davon abhalten, seine Arbeit zu machen. So. Ich habe Ihnen soeben etwa 9 Tage Rennerei erspart. Dankeschön. In Anbetracht dessen sollten Sie nun im Präsidium bekannt geben, dass Sie noch am Leben sind. Der Rat will vermutlich mit der Person reden, die Ihre Ärsche gerettet hat. So ist ein Plan. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen der Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit.
Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst, kriegst du es auch. Wie auch immer. Brauchen sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Geh zurück an deine Arbeit. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Ja, mach mal. Warum ist diese Tür hier zu? Bestimmt wegen den Gefangenen da drinnen. Der hat doch vorhin da mit der da gesprochen. Die hatte Angst vor dem, aber können wir nichts machen. So, ich habe keine Ahnung. Wo geht's denn zum Präsidium? Ich glaube, da sollten wir als erstes hin und uns bei Udina und bei Dings melden. Da, das sieht doch gut aus. Wenigstens heißt das Präsidium noch Präsidium. Dieses Treffen wäre produktiver, wenn Udina sich anschließen würde. Mein Berater ist nicht verfügbar. Als Ratsherr bin ich die Stimme der Menschheit und der Allianz. Shepard wird in Kürze... Oh, Commander. Wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Es ist lange her, Anderson. Ich hoffe, die vergangenen Jahre waren gut zu Ihnen. Es gab ein paar Stolpersteine. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Wir haben viele Gerüchte über Ihre unerwartete Rückkehr gehört. Einige davon sind beunruhigend. Wir haben dieses Treffen einberufen, damit Sie Ihre Vorgehensweise erklären können, Shepard. Das sind wir Ihnen schuldig. Schließlich haben Sie bei der Schlacht gegen Saren und seine Geth unser Leben gerettet. Wir sind mal freundlich. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Terminus-Systemen. Und schlimmer noch, wir glauben, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Terminus-Systeme liegen außerhalb unserer Zuständigkeit. Und das wussten Ihre Kolonisten, als sie den Ratssektor verließen. Sie übersehen dabei ein wichtiges Detail, Ratsherr. Die Reaper sind darin verwickelt. Ja, natürlich, die Reaper. Jene unsterbliche Spezies intelligenter Raumschiffe, die angeblich in den Tiefen des Raums lauert. Wir haben diesen Ansatz zurückgewiesen. Shepard, außer Ihnen hat niemand das Hologramm auf Ilos gesehen, das Ihnen die Wahrheit über die Reaper verraten hat. Nur Sie und Ihre Crew haben jemals mit der Sovereign gesprochen. Ich glaube Ihnen, aber ohne Beweise aus anderen Quellen werden die anderen weiterhin denken, dass Saren hinter den Angriffen der Geth gesteckt hat. Vigil das Sovereign prüfen. Wie ist damit? Gehen Sie zurück nach Ilos und reden Sie mit Vigil. Oder sehen Sie sich die Überreste der Sovereign an. Die Technologie ist der unseren ganz offensichtlich überlegen. Nein, das Hologramm auf Ilos funktioniert nicht mehr und wir haben keine Indizien dafür gefunden, dass die Sovereign kein Werk der Geth war. Die Geth sind zu beeindruckenden technischen Errungenschaften fähig. Vermutlich hat Saren sie genau deshalb rekrutiert. Diese Reaper-Theorie belegt nur, wie angeschlagen ihr Geisteszustand ist. Sie wurden manipuliert. Von Cerberus und davor von Saren. Dann machen wir das hier. Saren war ein organisches Wesen. Die Geth hätten ihn niemals als Anführer akzeptiert. Sie sind ihm nur gefolgt, weil er für die Sovereign gearbeitet hat. Saren war ein faszinierendes und charismatisches Individuum. Er hat die Geth davon überzeugt, dass die Reaper real sind. Genau wie er sie davon überzeugt hat. Es gehörte zu seinem Plan, die Citadel anzugreifen. Die Reaper sind lediglich ein Mythos, den sie beharrlich ins Feld führen. Wir glauben, dass sie das glauben. Aber deshalb muss es noch lange nicht wahr sein. Okay. Ich habe Saren davon abgehalten, die Citadel zu erobern. Ich habe Menschenleben geopfert, um diesen Rat zu retten. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, Shepard. Sie arbeiten für Cerberus, einen erklärten Feind des Rats. Das ist Verrat, ein Kapitalverbrechen. Das geht zu weit. Shepard ist ein Held. Als Mitglied dieses Rates werde ich diese Schönfärberei nicht länger dulden. Vielleicht gibt es einen Kompromiss. Keine öffentliche Anerkennung angesichts Ihrer Kontakte, aber etwas Unterstützung am Rande. Shepard, wenn Sie sich bedeckt halten und Ihr Operationsgebiet auf die Terminus-Systeme beschränken, bietet Ihnen der Rat die Wiedereinstellung als Spectre an. Dann nehmen wir das hier. Ich nehme Ihr Angebot an. Es ist gut, den Rat auf meiner Seite zu wissen. Viel Glück bei Ihren Nachforschungen, Shepard. Wir hoffen auf eine rasche Lösung. Und auf ein baldiges Ende Ihrer Verbindung mit Cerberus.
Na, das lief doch besser als erwartet. Ihnen ist natürlich klar, dass das Angebot des Rats rein symbolisch ist. Unternommen wird gar nichts. Das ist normal. Auch wenn Sie nicht helfen, empfiehlt es sich doch, sich weiterhin gut mit Ihnen zu stellen. Wohl wahr. Machen Sie sich keine Sorge um den Rat oder die Allianz. Ich finde schon einen Weg, Ihnen den Rücken freizuhalten. Das dürfte kein Problem sein, solange Sie in den Terminus-Systemen bleiben. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Sie müssen mich nicht decken. Ich habe Shepard eingeladen, mit dem Rat zu sprechen. Wir haben unser Treffen soeben beendet. Sie haben was? Ratsherr, haben Sie schon mal den Begriff politischer Selbstmord gehört? Der Rat hat meinen Status schon als Spectre wieder aktiviert. Sie sind zufrieden, wenn ich in den Terminus-Systemen bleibe. Ja, dieses Arrangement könnte in der Tat beiden Seiten zum Vorteil gereichen. Aber Sie hätten so einen Schritt wirklich nicht unternehmen sollen, ohne vorher mit mir Rücksprache zu halten. Wer ist hier der Ratsherr? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Odina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Schönen Tag noch Ihnen beiden. Ah, ich konnte Odina schon im ersten Teil nicht leiden. Odina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Odina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. So, das weitere Gespräch werden wir jetzt dann aber in der nächsten Folge führen. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Bis dann, macht es gut. Ciao, euer Wardasch.